Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play As Dusk Falls. Wir waren stehen geblieben mit unserer Familie, die den Unfall hatte oder mehr oder minder den Unfall hatte, die in einem Hotel gegangen sind. Ich muss jetzt mal klingeln. Mal gucken, ob einer kommt. Ansonsten warten wir nochmal eine Runde. Einmal klingeln reicht, glaube ich, erstmal. Wir uns ein bisschen umgucken. Das ist der Junge, der uns vorhin entgegenkam, als wir reingegangen sind. Hey, tut mir leid. Danke fürs Warten. Hi. Wir hatten ein paar Meilen östlich von hier einen Unfall. Haben Sie vielleicht zwei Zimmer frei und die Nummer eines? Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann schaut euch nochmal das erste Let's Play an. Unser Mechaniker Frank ist übers Wochenende in Tucson. Na gut, dann nur die Zimmer. Das macht 70. Nur Barzahlung. $70. Ich habe 52. Das reicht für ein Zimmer. Hey, Joyce! Bin hier beschäftigt. Bitte. Bitte, es wäre eine große Hilfe, wenn ich den Rest morgen bezahlen könnte. Meine Tochter braucht ihren Schlaf. Und mein Vater schnarcht unerträglich. Oh, so eine Süße. Ihr wollt mich doch wohl nicht um ein paar Dollar betrügen. Niemals wollen wir das tun. Nicht betrügen. Hi. Wir haben nur keine Kohle mehr. Vielen Dank für die Unterkunft. Nun, wir haben ja noch Platz. Und helfen gerne. Schon wieder eine Sicherung. Ohne Schutzschalter geht's einfach. Oh, hey. Willkommen in Turok. Paul, frag bitte Norma, ob sie das Auto von dem Mann zum Parkplatz abschleppen kann. Oh, Mist. Haben Sie einen Platten oder sowas? Ich kann gut Sachen reparieren. Nein, Motorschaden. Aber Sie können es gern versuchen. Ein roter SUV ist nicht zu verfehlen. Wird gemacht. Ja, da lief ein bisschen Kühlwasser raus, ne? Oder? Hey, kennen wir uns? Nee, man verwechselt mich oft mit Clint Eastwood. Oh, Gott sei Dank ist das hier kühl. Sind wir jetzt im Urlaub? Können wir schwimmen gehen? Ach, weißt du was? Unsere Badesachen sind im Umzugslaster. Und hüpf nicht auf dem Bett rum, okay? Darf ich eine Tiersendung anschauen? Bitte! Hey, ich hab gesagt, nicht hüpfen. Ich hör auf, wenn ich Fernsehen darf. Da lernt man was. Frage ich nochmal nein. Das ist ein Kind, ne? Das Kind braucht Grenzen, also nein sagen. Zoe, ich lass dich deine Tiersendung nicht ansehen, wenn du nicht hörst. Das ist nicht fair! Wie wär's, wenn wir vor dem Schlafen einen Film schauen? Alles okay? Ich weiß nicht. Fühlt sich verspannt an. Gibst du mir eine Massage? Nettes Zimmer. Sieht aus wie meins. Warum das lange Gesicht? Warte, ich weiß es. Du hast mich vermisst, richtig? Sie hatte einen langen Tag. Wie wir alle. Ich gehe kurz mit Zeus raus. Vince, würdest du mitkommen? Wir sind doch gerade hergelaufen. Tja, aber er muss pinkeln und ich will mit dir über etwas reden. Aha. Na, da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Gehe ich jetzt mit ihm? Na komm, ich gehe mit dir. Michelle. Ja, ich komme. Muss eh schlafen. Dauert. Du bist nur ein bisschen verspannt. Bin gespannt, was mir der Alte erzählt. Komm, Zeus, hierher. Ja. Ich wollte da vorhin im Auto keinen Aufstand machen. Muss schwierig sein, wenn ich dich so reize, während ihr beide so angespannt seid. Willst du mir jetzt Ehe-Tipps geben? Wenn ich mich recht erinnere, bist du damals abgehauen. Nein, nein, nein. Ah, okay. Ehefreundin gibt es also auch noch, oder was? Für die letzten Dann habe ich mich vielleicht doch falsch entschieden. Dich neu kennenzulernen, Zoe kennenzulernen, das war ein Segen. Schön, dass sie dich hat. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Mit diesem Tumor im Kopf? Nee, was ist das Schlimmste mit dem Tumor im Kopf? Angst vor dem Tod?
Ja, ich glaube, die Angst vor dem Tod hat er nicht. Die ganzen Fragezeichen? Wie lange bleibt mir? Entscheide ich mich richtig? Du wärst ein guter Therapeut. Eher ein neurotischer Patient. Da hast du nicht Unrecht. Ich frage mich all das selbst, aber ich meinte eigentlich die Schuld. Diese unaufhörliche Schuld. Schuld? Na, erzähl mal. Ich war 30 Jahre weg. Nicht vorzustellen, wie das für dich und deine Mutter war. Nur, um heil zu sein und der Welt den Mittelfinger zu zeigen. Tja. Ja, also, jetzt ist sie verpisst, um heil zu sein. Jetzt ist sie, beschwer dich nicht bei mir. Klingt nach Spaß, du bist jetzt hier. Oder warum hast du das gehört? Naja, gut, jetzt ist er ja da. Letztendlich hast du an meine Tür geklopft. Das war sicher nicht einfach. Das glaube ich auch. Ja, das stimmt. Nein, war es nicht. Es tut mir leid, mein Sohn. Ich weiß, ich verdiene dein Vertrauen nicht, aber ich muss dich etwas fragen. Okay. Die Ärzte, sie sagen, ich habe vielleicht nur noch 2 Jahre. Sie können es natürlich nicht genau wissen. Naja, immerhin noch 2 Jahre. Ihr könntet mich in Talsa absetzen, dass ich dort Freunde treffen kann. Spuck's schon aus, Jim. Wie fändest du es, wenn ich mit dir, Zoe und Michelle im neuen Haus wohnen würde? Im Ernst? Vor 6 Monaten wusste ich nicht mal, dass du lebst. Jetzt willst du das... Das... Ich will nicht im Krankenhaus leiden. Ich will bei meiner Familie sein. Ja, ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht, wenn er so 2 Jahre noch hat. Ich habe keine Ahnung. Ach komm, ich rede mal mit Michelle. Oh Mann. Also gut, ich rede mit Michelle. Wirklich? Mir fehlen die Worte. Vielen Dank. Vielleicht ist der alte Mann ja doch noch zu was Nütze. Mal gucken. Hallo. Hab dein Auto hergeschleppt. Du hattest recht. Das kann ich nicht nur mit einem Hammer und Spucke reparieren. Was kriegen Sie? Nichts. Ihr seid Gäste. Los, pack ihn hinten schnell. Was in aller Welt? Auf den Boden. Los. Oh. Hm. Das sind noch die Jungs, Boden, wo ich eben gerade noch gespielt habe. Auf den Boden oder weigern? Ach komm, wer sind Sie? Sind Sie? Ah, okay. 30 Minuten früher. Warten Sie. Sie brauchen keine Hilfe zu rufen. Oder auch doch. Entdecke die Interaktion. Hilfeknopf heißen, ne? Oder weglaufen. Na komm, wir laufen weg. Ist, glaube ich, sinnvoller. Hilfe ist unterwegs. Hilfe ist unterwegs. Hey! Scheiße, was war das? Egal jetzt. Beeilen wir uns. Dachte, er läuft komplett weg. Idiot. Ah, dann hätte ich vielleicht doch den Hilfeknopf da wegreißen sollen. Muss er sein. Aber gut. So, hier drin muss der Safe sein. Dann würde ich sagen, hinter diesem Gemälde. Was zum? Oder auch nicht. Das sind nur Einschusslöcher. Schusslöcher? Okay, Bücherregal. Was bleibt noch übrig? Oder die Schublade hier? Ich mach Bücherregal. Birds of Arizona. Vogelbeobachtung. Cool. Gut, das freut ihn. Das Buch klaut er. Okay, nach draußen sehen. Ich geh mal kurz nach draußen. Wetten, da kommt jetzt einer. Die Zeit wird knapp. Ne, gut. Dann Schublade öffnen. Die ist zu. Oh, was bleibt mir noch? Das Bücherregal nochmal untersuchen, ne? Ne, Tisch. Den habe ich hier eben gerade gar nicht gesehen. Okay, da ist schon mal ein Schlüssel. Dann kann ich bestimmt die Schublade öffnen. Ja, gut.
Schrank. Okay. Dann müssen wir das Bücherregal doch nochmal durchsuchen. Dale. Da ist der Safe. Was zum... Wo ist der Code? Ja, super. Wenn ihr euch daran erinnert, habe ich in der ersten Folge den Code bekommen. Falls ihr das nicht erinnert, dann müsst ihr tatsächlich mal euch die erste Folge nochmal angucken. Ich bin der Meinung, es war 5, 9, 2 und 6, wenn ich mich nicht täusche. Frage ist, ob das jetzt gut war, dass ich das noch wusste. Sieh dir das an. Oh, Scheiße. Was verdient dieser Wichser? Okay. Das ist jetzt natürlich Stuhl. Scheiße. Das war ja irgendwie klar. Ist die Frage, wie kommen wir hier raus, ohne in Anführungszeichen gesehen zu werden? Eigentlich müsste doch schon längst da sein, oder? Hey, Becky, ich bin's. Hab deine Therapie verschoben. Oh, und du hast mal wieder den Alarm ausgelöst. Ah, okay. Okay, das war jetzt dumm. Da? Vordertür. Jetzt. Ja, Vordertür. Mal los. Das wird problematisch. Raus. Los! Zähl bis 10. Dann los. Wer bist du? Ich suche nur einen Videorekorder. Soll ich dich wegen Einbruchs erschießen? Ich gebe auf. Okay? Auf die Knie. Hände hinter den Kopf. Okay. Hier C1, habe ein 13506. Northwood Drive 28. Schickt Verstärkung. Ja, zur Tür laufen, hör mal los. Ich hätte auch was anderes wählen können, scheinbar. Vielleicht wird er dann der Sheriff nicht angeschossen. Ja gut, machen wir das ja immer. Jungs. Hey, das ist ziemlich viel Kohle, ne? Also für den Sheriff echt viel Kohle. Mal gucken, die werden jetzt wahrscheinlich verfolgt, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen sind sie im Hier und Jetzt. Ja, oder? Waren sie dann vorbei? Sie haben uns nicht gesehen. Nein, die hätten gebremst. Mal hergehört. Wir wollen euch nicht wehtun, wir wollen nicht mal euer Geld. Wir müssen nur hier untertauchen, bis wir abhauen können. Macht keine Dummheiten und euch passiert nichts. Verstanden? Okay. Wie können wir dir vertrauen? Bitte lass uns gehen, ja. Komm, ich bin mal auf Konfrontationskurs. Ein bisschen. Woher wissen wir, dass das stimmt? Das hat nichts mit euch zu tun. Tut, was ich sage, und wir sind schnell wieder weg. Du, stell den Hund ruhig. Alles gut, Zeus. Lass uns sein Auto klauen und in die andere Richtung fahren, bevor sie merken, dass da niemand ist. Zu riskant. Was, wenn sie Straßensperren haben? Vince, wir müssen etwas tun. Du bist ja lustig. Sollen wir verhandeln? Ja, komm. Wir versuchen zu verhandeln. Leute,
Was? Ich weiß, ihr müsst euch verstecken. Aber braucht ihr uns dafür? In unseren Zimmern wären wir euch nicht im Weg. Alle bleiben hier. Bleibt unten und seid ruhig. Du hast es versucht. Wir müssen hier weg. Erst wenn es dunkel wird. Dann verschwinden wir querfeldein. Unsere Chance. Okay, jetzt ist das Problem, dass die Frau und die... Genau, die Frau und die andere Frau und das Kind das nicht wissen. Sie weiß es jetzt, aber die andere Frau und das Kind eben nicht. Ich meine es ernst, beruhigen wir uns. Ich würde auch tatsächlich sagen, lieber beruhigen. Lasst uns alle einfach tief durchatmen, okay? Bevor da jetzt irgendeiner ballert. Ich mach das. Ja, wir sind ja nicht in einem schlechten Actionfilm hier. Wenn das Ding losgeht, dann kratze ich sie von der Wand. Aber dazu muss es nicht kommen. Wenn wir es schaffen, diesen Jungs aus ihrer misslichen Situation zu helfen. Ein Scheiß helfe ich ihnen. Zeigt eure Gesichter. Ich sagte, runter mit den Masken. Oh nein. Ihr seid die Holt-Jungs. Ihr habt unser Auto gerammt. Paul, nimm die Schrotflinte. Nein, nein, nein. Toll, dann muss ich jetzt wohl die Schrotflinte nehmen. Echt jetzt, Paul? Du, nimm die Waffe. Und jetzt ziel auf ihn. Wenn du das tust, wirst du es bereuen. Jo, also zielen oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Jetzt habe ich die Waffe, jetzt haben sie mir gegeben, dann kann man sie auch fallen lassen. Theoretisch. Auf der anderen Seite. Ich lasse sie fallen. Paul hat recht. Keine Waffen. Okay, da kommt der Junge, den wir eben gerade hatten. Rechte Idee, ich hätte sie doch in der Hand halten sollen. Hättest festhalten sollen. Ja, hey. Vielen Dank, dass du mich auch nochmal dran erinnerst. Hinten, in einem Schuppen. Tyler, diese Leute haben uns nichts getan. Das würden sie aber. Du und Dale, behaltet sie im Blick. Ich muss telefonieren. Ich bin's. Es gibt Ärger. Desert Dream Motel. Denkst du, ich weiß das nicht? Aufgepasst, ihr Säcke! Rüber zu den Tischen! Ihr habt doch niemanden verletzt, oder? Wir haben den Präsidenten getötet. Stimmt's, Bruder? Du bist der mittlere Bruder, der da im Jugendknast gelandet ist. Halt die Schnauze! Warum? Weiß doch jeder. Joyce nicht! Ich hab gehört, du bist genau wie dein Daddy. Ein kaputter Holt, der gerne die Welt zerstören würde. Etwa so? Oder vielleicht so? Schön, dass man den noch provozieren muss. Aber gut, kann man machen. Provoziere ich ihn weiter. Komm schon, Mann. Muss das sein? Was willst du denn? Also still sein. Jetzt. Er ist ein Hund. Er hat keinen Ausschalter. Er ist nur nervös, Dale. Mir egal, wie es ihm geht. Er soll die Schnauze halten. So, den Hund beruhigen oder Dale? Ich würde eher den Dale beruhigen. Der Hund beruhigt sich von alleine. Zeus ist nur aufgeregt. Er beruhigt sich, wenn wir einfach still sitzen. Siehst du, sag ich doch. Er soll die Schnauze halten. Dale, was machst du? Das nennt sich den Raum kontrollieren. Indem du auf Hunde zielst? Reicht es nicht, dass du dem Kästenjungen den Kiefer gebrochen hast? Mach mich bloß nicht an! Oder was? Brichst du mir auch den Kiefer? Oder erschießt du mich? Zeus, ruhig! Mann, das gibt hier aber... Oh komm, Joyce kann mal ein bisschen ruhiger werden. Die ist auch ein bisschen labiat. Bitte! Was? Du provozierst ihn. Glaubst du, ich habe Angst vor ihm? Einem Schulabbrecher, der sich für einen harten Typen hält? Ja, in dem Fall aber schon, weil er hat die Waffe.
Ja, pass auf, ich appelliere mal daran, dass sie einen Sohn hat. Vielleicht überlegt sie dann mal. Bin, sah ich einen Jungen weggehen. Das war deiner, oder? Was hat er mit all dem zu tun? Ich meine nur, unter uns Eltern, wenn hier was schief geht, du willst doch nicht, dass er ohne Mutter aufwächst. Siehst du, jetzt hält sie hoffentlich die Klappe. Der Hund dann nämlich auch. Hey, alles gut. Gut. Und jetzt bleib so. Was zum Teufel ist hier los? Mach dir mal keine Sorgen. Also, abgemacht. Wir bleiben eine Stunde und hauen ab, wenn es dunkel ist. Eine ganze Stunde? Warte. Warum hast du so viel Gepäck? Wer ist noch mit dir unterwegs? Sag mir besser die Wahrheit. Na, tolle Wurst. Ja. Bin ich jetzt ehrlich? Oder ich verarsche ihn mal eine Runde. Was soll schon passieren? Nein, komm, ich sag schon meine Familie oder sag ich der Zirkus? Ach, Mann. Nur mein Dad ist zu doof. Entweder das oder das oder das. Komm, ich wäre sarkastisch. Ich würde der Zirkus sagen in der Realität. Mein Dad und ich wollten im Zirkus beitreten. Siehst du? Kannst gerne mitkommen. Sehr witzig, Fettarsch. Ehrlich, es sind nur er und der andere Kerl. Ich habe ihnen ein Zimmer gegeben. Sonst ist niemand hier. Weißt du was? Ich mag dich nicht. Ob das richtig war, weiß ich noch nicht. Du siehst aus, als hättest du eine richtige Scheißangst. Weil wer weiß, vielleicht erschießen die Frau und Kind, falls die doch mal aus ihrem Zimmer rauskommen sollten. Aber die wollten ja eigentlich schlafen. So, ich habe eine Scheißangst. Du irrst dich, du hast recht. Du hast recht. Schade Angst. Klar habe ich eine Scheißangst. Und da kommt der Sheriff. Oder ein anderer. Das ist der Sheriff. Sam. Er kauft eine Limo, plaudert kurz und geht dann wieder. Jay, nach hinten. Geh mit ihm. Mhm. Werd den Bullen los. Verstanden? Geht klar, Chef. Und ihr beide, haltet den Mund. Dann geht das alles hier schneller. Na, schauen wir mal. Du kommst mit mir. Das ist gerade sehr spannend, auch wenn wir schon wieder über 20 Minuten sind. Das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Hallo. Hey, Sam. Paul, wie läuft's? Ruhig wie immer. Mein Daddy sagte immer, wenn du nicht langsam machst, siehst du die Wand nicht, bevor du reinknallst. Wo sind Joyce und der Junge? Oben? Ash übernachtet bei einem Freund. Und Joyce fühlt sich nicht gut. Sie liegt seit Tagen im Bett. Ist es jetzt richtig, das zu verstecken oder sie da liegen zu lassen? Wenn wir sie liegen lassen, dann wird er wahrscheinlich eingreifen. Wenn wir sie verstecken, ist die Frage. Weiß ich noch nicht. Aber liebe Leute, genau hier würde ich sagen, beenden wir diese Folge. An diesem Scheideweg die Beweise zu verstecken oder eben liegen zu lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst auch ein paar Spielekommentare bitte da. Auch wie euch das Spiel gefällt. Mir, ganz ehrlich, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Freund von solchen mehr oder weniger Play-Movies. Aber irgendwie ist das lustig. Irgendwie schockt das. Und ich glaube, dass man dieses Spiel auch mehrfach spielen kann, indem man einfach verschiedene Scheidewege nachher mehr oder minder wählt. Also, wenn ihr wollt, lasst auch ein Abo da und dann bis dahin.